Hallo und herzlich willkommen zu einem anderen Update. Ihr seht, das Aquarium ist ein bisschen dreckig, aber man sieht auch, dass sich einige schon richtig entwickeln, wie er zum Beispiel. Das sieht schon ganz gut nach Fancy aus. Und sie kriegen jetzt erstmal ein bisschen Mumphy. Ich benutze dafür aktuell immer wieder anderes Futter. Das ist jetzt gerade von Tetra. Fresh Delicia. Sie bekommen natürlich auch normales Lebensfutter, aber da man ja nie weiß, wo die Tiere hinkommen, gebe ich immer auch so eine einfache Variante für die späteren Halter. Das ist einfach zum Ausdrücken und das vertragen auch meine Erwachsenen ziemlich gut. Zwischenzeitlich bekommen sie dann noch ein bisschen Trockenfutter und natürlich auch Lebendfutter, Artemia, rote Mückenlarven, große Artemia, weiße Mückenlarven, Dampfien und Wasserflöhe. Also das ist noch das Trockenfutter. Das kriegen die Erwachsenen auch schon. Und für die ganz Kleinen gibt es dann immer noch das pudrige Futter, weil hier sind natürlich auch noch ein paar Kleine dabei. Und ich werde demnächst die ersten separieren, weil ich einen Testlauf machen möchte, ob die dann schneller wachsen. Beim letzten Wurf habe ich festgestellt, dass viele Nachzügler dabei waren, die sehr spät sich als Männchen geoutet haben. Die sind auch aktuell noch zum Verkauf. Und wenn ihr hier seht, dann seht ihr schon 5, 6 Tiere. Es ist ziemlich dunkel, die muss man wieder putzen. Die Männchen werden. Also hier ist das einzigste Männchen bisher, was mein Zuchtziel nahe kommt. Das ist ein bisschen fancy. Ich sag's jetzt einfach fancy. Es ist wahrscheinlich auch nur ein Marbeltier, aber das ist halt die neue Bezeichnung dafür. Und natürlich auch viele kleine Nachzügler. Ihr seht's ja, ein bisschen blau, ein bisschen rot. Halt das, was auch rauskommt, also eher ein Multiwurf. Es sind auch ein paar Zello dabei, wie das zum Beispiel. Das könnte ein Mädchen sein, das könnte noch ein Kerl sein. Das weiß ich noch nicht, was es mal werden möchte von der Farbe her. Hier sind auch noch ein paar Zello, das könnte ein Mädchen sein. Das wird ein Herr, der ist... jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und... ja, ihr seht die Mampfung ganz gut alles Mögliche weg. Es sind auch viele unten am Essen. Ich werde das Becken morgen reinigen. Ich mache dann immer einen kompletten Wasserwechsel. Beziehungsweise mal 50%, mal 100%. Und ich werde dann auch die größeren Burschen rausnehmen. Die stänkern zwar noch nicht, aber das soll jetzt, wie gesagt, ein Testlauf werden. Jetzt haben auch viele noch Stressstreifen, das ist ganz normal. Das geht auch die nächste Zeit weg. Dann ist der andere Wurf hier drüben. Da sind leider nicht so viele mehr da. Also ich habe da 2, 3 kleine Striche gesehen, wie da oben ist einer. Dieser weiße Punkt da, der nicht scharf wird. Da, jetzt sieht man es. Da. Die sind jetzt circa 2 Wochen alt. Und nicht mal 2 Wochen. Und die auf der anderen Seite, denen geht es besser. Da hinten ist ein relativ großer, auch dieser Punkt, der nicht eh nicht scharf wird. Da sind auch ein paar größere und ein paar kleinere. Ich habe hier noch kein Grünzeug drin, weil das nur eingehen würde. Beim nächsten Wasserwechsel mache ich aber was rein, so wie hier nur so ein kleiner Krümelfurz. Weil ich festgestellt habe, dass so viele Kleinstlebewesen sich da nicht ansammeln und ja... es ist ziemlich dunkel, obwohl es hier in Realität ziemlich hell ist. Also tut mir leid. Ich hoffe, dass da demnächst mal was sichtbar wird, weil aktuell seht ihr ja nichts. Ja, das sind meine 3 Würfe.
Und die letzten beiden sind etwa gleich alt. Und ja, ich bin gespannt auf diesen Wurf. Wenn euch jetzt hier schon ein Kerl gefällt, könnt ihr euch auch gerne schon anmelden für die Nachzucht. Es muss aber persönlich abgeholt werden. Weil viele fragen ja, wie erreiche ich dich? Ich habe kein Facebook und so weiter. Ihr könnt mich auch über YouTube erreichen. Oder über eBay Kleinanzeigen, da habe ich das auch drin. Das solltet ihr relativ leicht erkennen, wenn ihr in Bremen sucht, findet ihr meistens meine Fische. Und jetzt gehe ich nochmal zu den Abgabetieren. Wow, so blauslich. Also, ich habe diesen Buben jetzt auch zur Abgabe. Er hat seinen Soll erfüllt. Er darf jetzt gehen. Er ist PK und hat halt eine lange Analflosse und ist halt dementsprechend nicht unbedingt zur Zucht geeignet. Und er hat auch so einen kleinen Spade-Kopf. Ich weiß jetzt nicht, ob man es genau sieht. Und ein Alien-Eye. Aber für Liebhaber ein super schönes Tier mit nicht so langen Flossen. Das heißt, er würde auch in 60 Liter gut zurechtkommen. Er hat auch eine Zeit lang in 60 Liter gelebt. Jetzt ist er halt in den Ausstellungskerlbecken. Dann habe ich hier noch meinen hübschen Copper, Red Copper. Er hat auch Alien Eye und eine Dragon Schicht, wie der andere davor auch. Und ihr seht ja ein schönes Half Moon Tier. Er ist auch nicht zur Zucht geeignet. Was heißt nicht zur Zucht geeignet? Wenn ihr da unbedingt rumspinnen wollt und das Leben der Tiere aufs Spiel setzen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich rate aber davon ab. Ich werde auch keine Zuchtbeschreibung hochladen. Genau, er sucht auch. Dann noch, wo ist er? Dieser kleine Bube sucht auch wieder. Er ist blau. Er ist ein bisschen hinterher, was Flossen angeht. Na, komm mal her, zeig dich mal. So hässlich bist du doch gar nicht. So. Na, da ist er. Tut mir leid, ich nehme das jetzt gerade nur mit dem Handy auf. Da ist die Qualität noch nicht, natürlich nicht so geil wie in echt. Er ist richtig blau. Und dann habe ich hier noch einen, der bis vor kurzem Probleme mit seinen Flossen hatte, jetzt aber wieder über Berg ist. Das heißt, er wird ganz schön an Flossen zulegen wieder. Er ist blau und noch ein bisschen klein. Ich würde es nicht unbedingt Half Moon sagen, ich würde mal sagen eher ein Super Delta, weil ich möchte natürlich niemanden hier übers Ohr hauen, wenn er mal eben über den Spiegel reagieren würde. Er ist ein bisschen zaghaft. Dann zeige ich euch nochmal ihn hier. Also die beiden sind halt die Nachzügler, deswegen sind die noch nicht so von den Flossen, dass man jetzt sagen könnte, wow, oh mein Gott. Na, ihr seht's ja. Er ist ein bisschen schüchtern. Aber er sucht halt auch. Ein blauer Herr. Bei seinen Flossen wird noch was passieren. Wie gesagt, er hatte bis vor kurzem leider eine kleine Infektion an den Flossen. Ihr seht es ja wahrscheinlich, wo es nachgewachsen ist. Huch, jetzt ist der Spiegel umgefallen. Ich zeige ihn euch nochmal von hier. Wie gesagt, auch ein hübscher Kerl. So, genau. Das sind die hübschen, die zur Abgabe sind. Wenn ihr euch dafür für einen interessiert, schreibt mir gerne über Facebook. Kampffischdame heiße ich da. Huch. Oder über YouTube hier. Und die sind alle futtergeil. Ihr seht, er hat ein Alien-Eye auf beiden Seiten. Bisher keine Probleme gehabt, aber es könnte passieren, dass er erblindet. Das möchte ich natürlich dazu sagen. Aber sonst ist er super fit. Yay. Und ein sehr neugieriger Zeitgenosse. Dann würde ich mal sagen, das war's schon wieder von dem Update und wir sehen uns dann später wieder. Tschüss!